Meine lieben Legends mit Larry-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir haben jetzt, wir müssen mal ganz kurz hier auf unseren Punktestand schauen. Achtung bitte, eine Durchsage. Kerstin, bitte zum Pausenraum. Kerstin, bitte. Ein Kaffeenotstand ist eingetreten. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Gut, wir sind also gar nicht so schlecht dabei. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben letztes Mal die Nacht im Großsegel verbracht und jetzt mal ganz kurz schauen, die Lounge, wo war die Luft? Genau, hier haben wir ja die Möpse ein wenig, sagen wir mal, wie soll ich sagen, also das war ganz schrecklich. Wir haben die Möpse also aufs Schwerste, ja, dann geh da mal hoch, Larry. Seht euch an, das ist tragisch. Was ist das? Lämpchen. Die Möpse müssen im Rausch unserer leidenschaftlichen körperlichen Liebe die Lämpchen von ihren Klamotten verloren haben. Entweder das oder die Batterie ist leer. Oder so. Können wir die irgendwie nehmen? Moment, hier, nehmen. Was willst du denn damit? Ja, das zeige ich dir schon mal, ein kleiner Geselle. Die sind die Stiefel, das ist alles ganz schrecklich. Wer es nicht gesehen haben sollte, das war die Show schlechthin. Das war... Sehe ich irgendwo ein Dildo? Was, das ist die Karaoke-Maschine? Mr. Karaoke-Kasten? Die Möpse scheuen weder Kosten noch Mühen, um in ihrem Auftritt das Maximum an musikalischem Realismus zu vermitteln. Okay, können wir das mal testen, anmachen? Zum Glück für alle Anwesenden liegt kein Band im Mr. Karaoke-Kasten. Okay, was können wir sonst damit machen? Benutzen? Wir haben nichts, ne? Was ist das hier? Mr. Microphone. Da ist Dildo. Das Dildo? Wir sind bald wieder zurück, um dir einzureißen! Okay, das ist... was? Hallo, Schönheim! Wir sind bald wieder zurück, um dir einzureißen! Okay, was ist das hier, eine Fernbedienung? Das ist die Fernbedienung, mit der der Toningenieur die elektrischen Lämpchen an der Kleidung der Möpse ein- und ausgeschaltet hat. Okay, die... Es gibt eine entfernte Möglichkeit, dass du die benutzen könntest. Entfernte Möglichkeit reicht uns. Können wir irgendwas, So ein Mischpult hast du nicht mehr gesehen, seit du damals den Sound für diese Rockband am Gymnasium gemacht hast. Larry war im Gymnasium, hast du ja schon mal erwähnt und das hat mich auch gewundert und, können wir irgendwas schieben, drücken, schieben? Klar doch. Schubst dich selbst. Anmachen? Nö, lass das mal in Ruhe. Nee, das will ich. Da gibt's irgendein Easter Egg, aber ich hab vergessen, wie es geht. Andere. Öffnen? Das brauchst du nicht zu öffnen. Vertrau mir. Vertrau mir. Ja. Das muss man auch benutzen. Andere. Schieben? Klar doch. Schubst dich selbst. Ja. Es gab ein Easter Egg und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das im Einzelnen funktionierte. Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich hardcore-mäßige Party. Ne, das, nun ja, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. Inventory. Was passiert, wenn wir jetzt die anmachen? Cool! Ja, die Fernbedienung steuert wirklich die Lämpchen. Okay. Aber was jetzt? Okay, da habe ich auf jeden Fall eine Idee, denn ihr wisst ja, wir müssen ja den Hufeisenwettbewerb gewinnen und das machen wir jetzt mal. Und zwar gehen wir, Map, warte mal, wir müssen, hier gibt es gar nichts Besonderes, genau, dann gehen wir mal jetzt hier raus. Pardon, Kapitän Fei, das ist auf jeden Fall amtlich, das ist... So, das ist Jack, ne? Jack brauchen wir aktuell nicht mehr. Wir können natürlich ein bisschen Kohle holen, aber ich glaube, das ist momentan nicht wirklich notwendig. So, ich glaube, wir brauchen noch einen Dildo, ne? Ein Dildo fehlt uns noch. So, jetzt gehen wir nämlich mal hier hoch, Freunde. Ne? Wir haben ja gelernt, ne? Es war ja auch ein sehr lehrreiches Let's Play bis jetzt, ne? Dass wenn wir Elektrizität und Draht und Magnet und das Guybrush ist, wo wir sagen, man bedenke all die Möglichkeiten. So, pass mal auf, jetzt haben wir hier diesen Stahlstift, ne? Das steht da ja sogar, ne? Wir können jetzt hier, ne, das nämlich mit den. Oh Gott, Ich glaube, von hier aus könnte ich gerade so eben drankommen. Okay, wir haben die 600 Punkte auf jeden Fall überschritten. Dann gehen wir wieder runter, Larrylein, Lefferlein, das ist... Achtung bitte, eine Durchsage. Okay. Heute Abend um 23 Uhr, das heißt um 11 Uhr nachts,
wenn es dunkel ist. Werden die elektrischen Antriebsmotoren der Segel getestet. Ende der Durchsage. Das ist ja eine feine Sache. So, pass mal auf, okay. Pupsdeck? Moment, wo war der? Ah ja, nein, das war der Bowling. Wo war denn unser Wettbewerb hier? Da. So, na liebe Leute, ne? Hier ist nämlich der Nagel, der da eingeschlagen war. Ne, da hinten auf der anderen Seite, hier übrigens auch, ne? Wir müssen jetzt ganz widerlicherweise wieder unsere Punktekarte anal einschieben und so, wir machen jetzt mal hier Folgendes, benutzen. Und wir haben ja jetzt eine Fernbedienung dabei. Wo ist die, wenn ich die jetzt finde? Aufgepasst! Okay, jetzt hier. TLP-Punktekarte. Das ist ganz schrecklich. Und jetzt, meine Leute, spielen wir. Lass uns spielen. Gratuliere. Danke. Wieder ein Gewinner. Ja, ja. Achtung bitte, eine Durchsage. Larry Leffer hat soeben das Hufeisenwerfen mit der Höchstpunktzahl von 100 Punkten gewonnen. Gut gemacht, Larry. Na ja, den hast du es aber richtig gezeigt. Aber so richtig, liebe Leute, so richtig. So, und jetzt will ich ganz kurz nochmal in die Lounge. Verlassen Sie den Hufeisenwurfwettbewerb nicht, ohne Ihre Punktekarte vom Pferdehintern zu entfernen. Sie Pferdearsch. Sie Pferdearsch. Okay, das hatte ich vergessen, in der Tat, nehmen. Igitt, ich hoffe, das ist meine Karte. Das hoffe ich aber auch. Ja, Dildo sehe ich ja aktuell nicht mehr, dann jetzt aber, jetzt Map. So, wir nochmal in die Lounge. Die Stolzer Kleiner Seemann Lounge freut sich, Ihnen eine weitere Attraktion auf diesem unserem Schiff ankündigen zu dürfen. Der sprechende Kohl. Willkommen, Dr. Willy. Danke, danke, danke. Lassen Sie mich zunächst eines sagen. Ich bin heute Morgen erst gepflückt worden. Meine Gags sind daher taufrisch. Immer mit der Ruhe, meine Damen und Herren. Okay. Schließlich habe ich ja noch gar nicht angefangen. Doch jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu tun, als endlich mit den Gags loszulegen. Wie erkenne ich Norbert Blüm, wenn der von Sicherheitsbeamten umringt wird? Ganz einfach. Ich rede einfach mit dem Loch in der Mitte. Was sage ich zu Hannelore, wenn wir unseren ehelichen Pflichten nachkommen wollen? Ich komme in einer Stunde wieder. Auf einem meiner Diätspaziergänge rund um den Wolfgangsee fand ich eine Lampe. Ich rieb an ihr und siehe da, es erschien ein richtiger Geist. Hast du einen Wunsch, Gebieter? Fragte er mich. Klar, antwortete ich, Frieden im Nahen Osten. Siehst du die Landkarte? Ich möchte, dass diese beiden Länder aufhören, sich zu bekriegen. Der Geist schaute zuerst die Karte und dann mich an und sagte, verdammt, Herr, ich bin gut, aber nicht so gut. Diese Länder bekämpfen sich seit 1000 Jahren. Nichts zu machen. Einen anderen Wunsch, bitte. Du kennst Hannelore, meine Frau? Mach aus ihr die schönste Frau der Welt und alle Menschen sollen sie lieben. Wissen Sie, was der Geist sagte? Zeig mir noch mal die verdammte Karte. Nach einem herrlichen Abendessen, Sie wissen schon was, ging ich durch Oggersheim nach Hause und hatte Hannelores neuen Schoßhund dabei. Ein Passant rief, süßes Hündchen. Ja, nicht wahr? Er ist für Hannelore. Und er erwiderte, guter Tausch. Ja, meine Leute, das für die, die älter sind, und das sind bei mir leider Gott sei Dank einige Zuschauer, die werden wissen, worum es jetzt hier gerade ging. Die jüngeren Hüpfer unter euch, das war die gute Birne, der Kohlkopf, der sprechende Kohl, einst Bundeskanzler, ich glaube 16 Jahre, und ja, der Hannelörchen war sein Fräulchen, ne? Und der kleine Blüm, die Rente ist sicher. Da lachen sogar die Leute, die Rente ist sicher. Hat der gute Nobby Nobse erzählt, ne? Kopf größer wie ein Schäferhund, aber die Rente ist sicher. So, pass mal auf, Johnson, ich würde da ganz gerne mal reingehen. Mal gucken, aber der will uns nicht reinlassen, glaube ich, ne?
Hey, halt! Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Junge. Ja, pass mal auf, Johnson. Wir brauchen nochmal eine Riesenlatte. Pass mal auf. Wenn das nicht mein alter Freund der Mixologe ist? Mixologe. Ja, genau. Also, wollen Sie einen Drink oder nicht? Ja, genau. Wir hätten eine Riesenerektion. Oh, Johnson! Ich möchte eine Riesenerektion. Ich möchte da ganz gerne. Reden Sie mal besser mit dem Captain, nicht mit mir. Ach so. Pass mal auf, okay. Ich möchte nämlich nochmal ganz kurz in das Zimmer rein. Ob die Möpse da eventuell. Eine Durchsage. Alle Teilnehmer am Seemannsknotenwettbewerb bitte sofort in der Lounge auf Deck B melden. Okay. Nee, also hat sie nichts getan. Sind denn die Möpse... Hey, Sie Loser. Was ist jetzt mit dem Drink, den Sie bestellt haben? Ja, pass mal auf. Ich schreibe ihn mit auf die Kabinenrechnung. Ja, pass mal auf. Genau, danke. Hey, meine Banane ist ganz weich und glibbrig. Tut mir leid, mein Junge. Ich mache hier nur die Drinks. Er macht nur die Drinks. Ja, und da gehört... Egal. Pass mal auf, Map. Was wollte ich jetzt? Moment, wenn wir ganz kurz mal gucken. Genau, ich wollte gucken, ob die Möpse auf dem Pupsack wieder da sind. Kommen wir gar nicht mehr. Doch, ne, sind keine Möpse mehr. Keine Möpse auf dem Pupsack. Aha. Aber, liebe Leute. Wir haben jetzt den Hausmeisterschlüssel. Genau, und ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Wir machen das mal auf, weil die gute Drew Barrymore hat ja gesagt, sie wollte Klamotten haben und Larry war es sehr peinlich, eine Frau anzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist. Wir öffnen das mal. Wir benutzen den, wo ist der Hausmeisterschlüssel? Da ist er. Ach, das sind die Biber. Was zum Henker machen die beiden da? Was sind das vor allen Dingen? Vor wenigen Tagen noch eine stolze Eiche. Jetzt ein Hors d'oeuvre für Biber. Okay. Diese Röhren bieten den Schiffsbibern Freiheit und ausgezeichnete Trimmdichtmöglichkeiten. Das ist auf jeden Fall eine gute Tierhaltung auf so einem Schiff. Wer hätte es gedacht? Das ist aber mal ein gut aussehender Biber. Ja, unbedingt. Und das sind die venezolanischen Biber. Und wir wissen, wir müssen echte venezolanische Bibermilch haben. Können wir denn da irgendwie melken? Wir müssen, glaube ich, melken, ne? Wir brauchen Milch. Wenn du meinst, das schaffst du. Ja, ja. Bitte? Der Nächste! War es schön für dich? Ja, das war auf jeden Fall schön für mich. Das war... Gibt's hier kein Dildo? Wir brauchen noch ein Dildo. Können wir nochmal melken? Mal kurz gucken, ich habe das nie probiert. Wir müssen nochmal melken. Was für eine Idee. Und worin willst du die Milch aufbewahren? In der Tasche, denke ich. Denk nochmal nach. Okay, denk mal. Haben wir denn, Das ist die Milde der Bibermilch. So, hat es dir gefallen? Ja, das war ganz große Klasse. So, pass mal auf, jetzt können wir hier nicht benutzen. Wir hatten ja das Rezept gefunden. Da musste, glaube ich, auch Limettensaft rein. Du könntest etwas zubereiten, wenn du nur ein Rezept hättest. Und wenn du alle Zutaten hättest. Ah, okay. Gut. Dann, gehen wir jetzt nochmal. Moment, wir gehen jetzt nochmal auf die Map. So, hier sind wir, ne? Und hier können wir da. Bugladeraum, hinterer Laderaum. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir probieren das einfach mal aus, liebe Leute. Benutzen Hausmeisterschlüssel. Cyberschlüssel 2000. Ach, die Biber, die relaxen hier nicht nur, die arbeiten auch. Die stellen die Bowlingpins her. Wie er grinst, ne? Jetzt kommt das Nüsschen. Wo ist das Nüsschen? Da, feine Nüsschen. Wer ist ein Nüsschen? Ich bin ein Nüsschen. War das nicht auch bei SpongeBob irgendwas? Aber die sind aber ganz schön fleißig, die Jungs. Kann man ja nicht mehr gerne. Diese Lore. Pass mal auf, Behältertür ansehen. Hinter dieser Tür liegen tausende von Bowling-Pins, die PMS Bouncy jeden Tag braucht. PMS Bouncy, genau. Was ist das jetzt hier? Bowling-Pin-Behälter. In diesem Behälter werden die Bowling-Pins gelagert, nachdem sie von den Bibern in einem anderen Lagerraum geschnitzt worden sind und zum Schleifen, ach,
Wen interessiert schon der ganze Herstellungsweg? Die Hauptsache ist, das sind Bowlingpins. Genau, die werden ja auch passend aufgestellt. Das heißt, es ist keine herkömmliche Bowlinganlage, sondern das ist dann vom Allerfeind. Können wir die Tür mal öffnen? Sie ist wirklich unverschlossen. Okay, aber wir haben ja gelernt. Was machst du in einem Behälter voller Bowlingpins? Ja, das würde mich auch sehr interessieren, Larry. Wir haben ja gelernt, dass wir Gleitcreme und das war, was sagten die Möpse Gleitcreme und da war dann noch irgendwas und Orgasmuspulver, glaube ich nicht. Was war das? Biedermilch? Das ist das echte Deo-Spray, glaube ich. Ah, ich glaube, wir müssen das noch mal tauschen, ne? Oder? Weil wir brauchen das Gleitcreme, denn das geht, glaube ich, nicht. Verschwende das wertvolle Zeug nicht. Das. Da müssen wir noch mal hier letzten zum Sommer waren zum Kohl. Norbert und ich auf einer Grillparty. Wir können auch Doch übrigens, wer das gerne möchte, ne? Also wer gerne den Wunsch hegt, ein paar Kohlwitze zu hören, der soll Bescheid sagen. Das nicht mal alter. Dann ja, genau. Machen wir auf jeden Fall sowas mal auf Riesenerektion. Oh, John, Zusammen. Okay. So, hier nochmal raus. Larry, raus. Können wir das wieder tauschen mit dem Deo-Spray? Weil das Zeug brauchen wir, glaube ich, noch. Benutzen mit Deo-Spray. In diesem Spiel solltest du es dir verkneifen, fremde Leute mit Deo einzusprühen. Können wir das nehmen? Nach der ganzen Mühe, die es gemacht hat, das da hinzustellen, soll ich es jetzt wieder wegnehmen? Ja. Naja, das war wohl keine so tolle Idee, was? Achtung bitte, eine Durchsage. Nur weil das Achterdeck auch Pupsdeck genannt wird, brauchen Sie dort nicht unbedingt einen fahren zu lassen. Ja, ja. Die Möwen hinter dem Schiff sehen schon reichlich grün aus. Ja, okay. Drei, ich riskier's mal. Nee, da rieche ich irgendwie gar nichts mehr. Aber wir brauchen auf jeden Fall, verdammte Scheiße, wir brauchen das, dieses Spray. Ich weiß genau, wir brauchen dieses dämliche Ding. Deodorant. Benutzen mit. In diesem Spiel. Okay, und nehmen können wir das auch nicht. Nach der ganzen. Naja. Okay, drück mal den Knopf nochmal. Ich weiß im geringsten nicht, wo der Knopf für zuständig ist. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Dann Daisy Loser. Was ist jetzt? Ja, genau. Dann probiere ich es mal. Dann probieren wir es nochmal anders. Hey, anders. Meine Banane ist ganz weit. Ja, tut mir leid, mein Junge. Ja, du machst nur die Drinks. So, pardon, bitte dir, ich hätte das nicht so schnell wegmachen sollen. Die Folge ist leider jetzt beendet. Liebe Leute, also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen mal gucken, dass wir das. Wir werden das irgendwie auf jeden Fall rocken. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, halt dich verkehrt. Ciao, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder anhört, ihr bei Larry. Und das empfehle ich dringend, denn da kommen noch ganz gruselige Sachen auf uns.